besiegen Sie die Angst und übernehmen Sie. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Inderdum zu einem neuen Part. Ja, zu einem neuen Part. Resident Evil mit dem Zwergenfürst. Okay, können wir da nochmal. Steht hier etwa Castle auf dem Buch? Kleines Detail aufgefallen. Ja. Nur mal ein lustiges Detail. Ja. Heute ohne Facecam, wie ihr sehen könnt. Ich habe das schon erwähnt in einem Minecraft Arno Part, der noch nicht online ist. Dass ich jetzt in Zukunft ohne Facecam Resident Evil spielen will. Das hat den einfachen Grund, dass es mir so besser gefällt. Ja, das mal am Anfang gesagt. So. Dann schauen wir mal, wo es heute weitergeht. Sie haben den Dietrich verwendet. Genau hier. Durch die Tür sind wir also noch nicht gegangen. Dann gehen wir mal hier durch. Gehen wir durch die Tür. Okay, hier wächst. Hier wachsen grüne Kräuter. Es reicht nur für wenige Anwendungen. Verwenden. Du erstmal nicht. Ich würde es erstmal lassen. Können wir später noch verwenden. Sollten wir es mal nötig haben. Wissen wir, worauf wir uns hier, wo wir zurückkommen können. Ich habe nämlich die Vermutung, dass hier was auf uns lauert. Das heißt, wir könnten hier bald das grüne Kraut nötig haben. So. Versuch's mal hier lang. Aha. Okay. Hier kann man runter. Hier gibt's wohl nicht viel zu sehen. Sind wir ein bisschen an die frische Luft gekommen oder was? Ja. Beeindruckend. Ziemlich beeindruckend. Nicht. So. Hier ist eine weitere Tür. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Ach, hier sind wir wieder. Ja gut, eine kleine Abkürzung war das wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich nur eine kleine Abkürzung. Viel hat es mir nicht gebracht. Wie kann ich denn nochmal die Karte? Wie kann ich mir die Karte ansehen? Welche Taste war hier für die Karte zuständig? Die Karte. Naja gut, brauchen wir auch gerade nicht. Wäre halt mal schön, um herauszufinden, was wir alles schon erkundet haben. So, wo fahren wir denn noch nicht? Hier sind wir schon einige Mal lang gegangen, aber ich glaube, da haben wir auch noch was ausgelassen. Okay, die Tür ist verschlossen. Hier war noch ein Gang, durch den wir ziemlich schnell durchgegangen sind. Wo wir vieles ausgelassen haben. Vielleicht findet sich hier noch ein verstecktes Türchen,
oder ähnliches. Ja, mit der Steuerung muss ich auch erstmal ein bisschen zurechtkommen. Lange nicht mehr gespielt, das Spiel. So. Dieser Korridor, den mal lang. Okay. Oh. Da können wir was verschieben. Weiß nicht, ob das uns was bringt, aber. Ja, da liegt ein kleiner Durch drunter. Nehmen wir mit. Das Inventar würde ich auch gern öffnen. Haben wir hoffentlich noch einen Platz frei. Ich hoffe nicht jetzt nicht mit dem Dolch voll gemacht, den Inventarplatz. Hier gibt es nämlich noch ein kleines Ding, was wir mitnehmen können, von dem ich weiß. Ein Gewehr können wir noch mitnehmen. War das hier in dem Raum? Nö. War es nicht. So. Aber hier irgendwo, da bin ich mir recht sicher. Hier vielleicht. Nö, hier können wir uns duschen. Kann man nicht, weil es hier viel zu dreckig ist. Da hat sich schon der liebe Zombie, der Zombie, nein, nicht der Zombie, nicht der YouTuber-Zombie. Da hat sich hier ein Untoter geduscht. So, ich schleiche um die Ecke. Hier alle Räume nochmal absuchen. Wo kommen wir hier hin? Ah ja, das war der Raum. So ziemlich enge, kleine Raum, der sehr beängstigend wirkte. Hier war noch was, was wir aufgabeln konnten. War das hier? Bei einem der Gemälde war das. Ja, hier, in dem Gemälde. Gewehr mitnehmen. Jupp. Gewehr ablegen. Hier haben wir ein kaputtes Gewehr. Ja. Hier haben wir zwei Gewehre. Ich überlege gerade. Nein, ich zeige euch kurz mal. Hier hat sich gerade ein Schalter aktiviert. Können wir mal kurz zeigen, was passiert, wenn ich den so lasse. Wenn ich jetzt einfach ohne den Schalter wieder zu deaktivieren hier reingehe. Dann haben wir folgende Sequenz. Oha. Die Decke. Oha. Jetzt müssen wir schnell reagieren. Scheiße. Jill. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Oh, Kacke. Jill ist tot. Ich glaube, da kann man gerettet werden. Das Ding ist es nicht, da muss man entsprechend schnell reagieren. Da wären wir wieder.
Sekunde. Ich bin gleich wieder für Sie da. Ja. Wenn man nämlich jetzt hier, anstatt das Ding einfach mitzunehmen, ganz rücksichtslos, anstatt das zu machen, hier nochmal die Waffe reinigt, das kaputte Gewehr, das sieht man ja, damit kann man nicht schießen, kann man das kaputte Gewehr reinlegen. Gut, das war jetzt nicht der Plan. Ich dachte, da können wir ein anderes Gewehr reinlegen. Wir haben doch hier. Das dürfte doch möglich sein, oder? Ja, es hat einen anderen Nutzen. Ja, sehr gut. Dann haben wir das hier reingelegt. Können wir das vielleicht so vortäuschen? Dachte ich mir zumindest so. Funktioniert das vielleicht, dass wir hier rauskommen? Ja, die Decke bewegt sich noch nicht. Ordentlich. Jetzt haben wir ein Gewehr. Und haben auch Verwendung für Schrotgewehr-Munition. So, nee, hier gehen wir wieder zurück. Hier wollen wir nicht lang. Nadine, haben wir ein Gewehr freigeschaltet. Jill, was machst du denn? Ja, ist ein bisschen verwirrend mit der Perspektive, aber hier müssen wir lang. Durch die große Tür. Sorry, wenn ich hier noch ein bisschen wackle mit dem Charakter. Die Steuerung ein bisschen schlecht verstehe. Ich bin nur nicht so geübt in WASD-Steuerung. Ich alter Nintendo Let's Player. Bin da noch nicht so sehr gewohnt drin. Verzeiht es mir. Ah, okay, hier werden wir. Okay, hier nochmal lang. Oh, da gibt es noch eine. Da sehe ich doch noch eine Tür, die wir bestimmt noch nicht genommen haben. Hier, eine kleine Tür. Warte. Es gewittert. Oh, wie nett. Ein Safe Room. Was haben wir hier? Treibstoffkanister. Dich lasse ich erstmal hier. Ist klüger, das erstmal noch nicht mitzunehmen. Wir brauchen jeden Inventarplatz, den wir haben können. Schön, dass ich mich durch das Licht der Laterne entspanne. Oberst liegt in Laterne. Durch das warme Licht entspannen sie sich. Großartig. Ah, hier haben wir eine Kiste. Könnten wir auch was ablegen? Säuregeschosse, blauer Edelstein. Wofür wir den blauen Edelstein brauchen, weiß ich noch nicht. Das ist mir noch nicht ganz klar. Hier haben wir Gewehrmunition. Die können wir jetzt gebrauchen. Das ist gut. So, hier könnten wir jetzt mal speichern. Könnten wir. Ich bin mir gar nicht sicher. 8 Bänder haben wir noch. Okay, ja gut, dann speichern wir jetzt hier mal. So ist es jetzt. So ist es jetzt auch nicht. Die gehen uns jetzt so schnell nicht aus. Es ist noch Kerosin da. Ja, dann könnten wir den Treibstoffkanister aufladen. So,
Inhalt wird geladen. Ja, zur Sicherheit hier mal kurz. Dann will ich ja nichts überschreiben. Ja gut. Haben wir den Raum hier mal gesehen? Bart Katz. Nein, nicht da lang. Neue Räume erkundet, neue Räume entdeckt, in denen wir noch nicht drin waren. Vielleicht finden wir hier noch einen. Da liegt ein Toter. Diesmal wirklich ein Toter. Der bewegt sich nicht mehr. Da kann man nicht durch. Ich war da bestimmt schon tausendmal. Ich hab's bloß da vergessen. Okay. Ein Rüstungssymbol. Kriegen wir das hier? Ein Helmsymbol und ein Rüstungssymbol müssen wir noch bekommen. Tja, also ein Symbol. Rüstungssymbol. Also ein Symbol hängt noch im großen Saal da, wo wir jetzt an der ersten drin waren. Da könnte man noch was finden. Da ist noch auf jeden Fall ein Symbol drin. Ob das jetzt das Rüstungs- oder das Schildsymbol ist. Scheint das Schildsymbol zu sein, aber ja, vielleicht kommen wir da weiter. Vielleicht können wir das jetzt mal nehmen. So, wofür ich den blauen Kristall brauche, ist mir auch noch recht undurchsichtig. Das ist mir auch noch nicht ganz klar. So, versuchen wir es hier nochmal. Da war doch was, was wir schon mal mitgenommen haben und dann schnell wieder zurückgelegt haben. Dort, wo alles begann. Ja, naja, dort, wo alles begann, ist der Wald mit den Wölfen. Aber ja, hier in diesem ersten großen Raum, in der großen Halle. Da haben wir hier noch was. Das, ja, das könnte ein Schild sein. Ja, das könnte tatsächlich das Schildsymbol sein. Können wir damit nochmal. Dann müssen wir damit nochmal alles abklappern. Ja, Symbol. Dann nehme ich das mal mit. Dann verbrauche ich. Dann nehme ich damit jetzt den Platz ein. Den Platz haben wir ja jetzt frei. Dann probiere ich damit jetzt mal was aus. Da gucken wir mal. Und von damit jetzt irgendwo durch können. Dann ist das jetzt eines der drei Symbole. Wenn wir Glück haben. Die Schwertsymbole, das waren glaube ich die Schwertsymbole, ja. Die wir als erstes gefunden haben. Die haben wir ja schon erkundet. Dann wäre das jetzt ein Drittel. Hätten wir ein Drittel davon geschafft, ungefähr. Sollte sich das jetzt als wahr beweisen. Ich glaube, das waren Schild, die Hörchen. Da können wir durch. Wenn das jetzt ein Schildsymbol ist. Na? Ein Helmsymbol. Verdammt, ein Helmsymbol und ein Rüstungssymbol. Da habe ich mich geirrt. Was machen wir jetzt mit dem Schild? Können wir jetzt eine Truhe verstauen, aber. Mit dem Schild irgendwo was anfangen? Gibt es dann Rätsel, wo wir das Schild einsetzen können? Tja, hier können wir auch noch nicht durch. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag?
Aufschließen können wir sie noch nicht. Tja. Okay, da brauchen wir irgendwo einen Schlüssel für. Ein schnittstarrer Schlüssel. Wo kriegen wir jetzt hier noch einen Schlüssel her? Ich weiß nicht. Da ist noch eine Tür im Gemälde. Vielleicht können wir noch mal auf dem Friedhof draußen nachschauen. Tja. Daran merkt man auch irgendwie, dass ich's halbwegs blind spiele, das Projekt. Dadurch, dass ich nicht sofort weiß, wo was und wie und wo man jetzt wie weiterkommt. Was für eine gruselige Ansicht. Hier. Dadurch wird klar, dass ich das Ganze unwissend spiele. Ja, ich werde ab und zu mal bei anderen YouTubern reingucken ins Let's Play, anderen Let's Playern, damit ich das Ganze voranbringen kann, aber nur in Maßen. Ist nicht komplett. Hier müssen wir noch was mit den Gesichtern machen. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Ja, also einen Schlüssel haben wir schon gefunden. Augen, Nase und Mund. Mund. Okay. Einen Schlüssel haben wir damals gefunden, als wir hier ein Buch untersucht haben. Vielleicht können wir jetzt hier... Nein, tatsächlich nicht. Sehr schade. Wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn man jetzt hier das Schild umgedreht hätte und auf der Rückseite ein und da jetzt was mitmachen hätte können. Ja. So. Ein loderndes Feuer. Flammen zucken heftig. Dadurch werden wir also nicht entspannt. Ja, in der Gegenwart dieses Sarges. Tja. Ich will hier mal kurz gucken. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Wird dem Spiel gerecht. Ja, das scheint hier auch irgendwie ein Endboss zu sein. Ich weiß nicht, ob es der Endboss ist. Bestimmt nicht, aber es wird wahrscheinlich einer der letzten Herausforderungen in diesem Spiel sein. Hier unten im Grab noch ein Monster aus dem Sarg. Graf Dracula. Wahrscheinlich nicht zu besiegen. Joa. Okay, hier im Grab können wir erstmal nichts finden. Haben wir hier schon was aufgesammelt? Matsch. Platsch, platsch, platsch. Ja, hier lag was rum, das haben wir scheinbar schon aufgesammelt. Joa. Dann mal wieder rein oder was? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wann? Von der anderen Seite verschlossen. Gut, dann müssen wir von der anderen Seite mal ran. Da sehe ich noch ein Farbband. Können wir auch noch kriegen, wenn wir was von dieser Seite erkunden.
Dann bleibt uns nur wohl nur weiter durch die Räume zu, durch die Gänge zu irren, die Räume abzusuchen, ob wir da noch irgendwas übersehen haben. Haben wir bestimmt. Bei mir fehlen noch zwei Schlüssel. Also einer erstmal für die nächsten Räume. Das Helmsymbol auf dem Schlüssel und das Rüstungssymbol, das fehlt noch. Okay. Soweit so klar. Also das Schild dürfte ich ja jetzt nicht mitgenommen haben. Wenn ich jetzt das Spiel verlasse, wenn ich nicht noch speichere, dürfte das Schild ja nicht mit sein. Also haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Ist ja seitdem nicht mehr viel passiert. Können wir hier die Kommode verschieben? Oder nicht? Tür. Untersuchertür. Rüstungssymbol. Okay. Ja, kommen wir also erstmal nicht lang. Hier brauchen wir auch das Rüstungssymbol für. Rüstungssymbol. Also ich glaube, ich weiß, ich habe da was im Kopf. Also da habe ich mal einen Schlüssel gesehen. Der liegt da auf dieser Falle dort, auf dem. Da haben wir schon einen gesehen, aber den konnten wir so leicht nicht wegnehmen. Vielleicht jetzt mit dem Schild hier. Vielleicht können wir damit jetzt irgendwas. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das könnte man sich vorstellen. Rüstungssymbol. Wenn wir jetzt das Rüstungssymbol kriegen würden, es würde uns viele Wege neu eröffnen. Das Helmsymbol eröffnet uns jetzt noch nicht so viele Wege. Ein paar Türen schon, aber vielleicht dann hinter den Rüstungssymbolen. Den Rüstungstüren. Immer Heilung. Ein Heilungsraum. Die mussten wir da mal stehen lassen. Nein, nicht durch die Tür zurück. Mensch, Chill. Was machst du denn? Komm. Können wir die grünes Kraut mitnehmen. Jetzt haben wir keinen Platz fürs rote Kraut. Oh wei. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ja wei, oh wei. Können wir das andere grüne Kraut noch mitnehmen? Was, ich kann nicht zwei Kräuter gemeinsam tragen? Ist ein Ding. Gut. Da wollen wir lang. Verschlossen. Helmsymbol. Gut. Ja, erstmal Sackgasse. Wo sind wir denn? Hier könnten wir dann weiter. Hier haben wir noch was nicht erkundet. Hier in den Räumen fehlt noch was. Schauen wir mal durch lang. Schmerzt mich sehr, aber dann muss ich erstmal das Kraut stehen lassen. Muss das erstmal zurücklassen. So, wie kommen wir jetzt zu dieser Stelle, wo ich die nächsten Schlüsse vermute? Da war doch was. Hm.
müssen wir wahrscheinlich erstmal hier runter den Weg zurücknehmen. Ja, momentan keine Gefahr hier. Die Zombies im Areal haben wir alle erledigt. Abgeschafft. Getötet. Oh, der Türknopf sieht so aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Oh wei. Durch die Tür kommen wir wahrscheinlich nicht mehr so schnell durch. Das könnte eine kostbare Abkürzung sein, die wir jetzt hier aufs Spiel gesetzt haben. Ja gut. Ich nehme jetzt hier wahrscheinlich auch Wege, die ich gar nicht nehmen müsste. Die Karte. Okay, da sind wir jetzt. Ja, einige Sachen habe ich natürlich noch nicht freigeschaltet aus dem Grund, weil einfach noch Kräuter rumstehen oder weil da Türen noch zu sind, die ich noch nicht öffnen kann. Aber ja. Das mit dem 100% Spiel wird wahrscheinlich hier sowieso nichts. Da wird sowieso nichts draus. Aber mal schauen. Wah! Ach du Scheiße. Was zum Fick?